Wobei ich das jetzt, wenn man das, wobei ich finde das mit den Brüdern aber schon über. Ich sage das als SPDler nicht gern. Nicht, aber, weil es ist ein Simpel. Nicht, aber es, nein, sie, was sie dem all jetzt anhängen, will ich dem einen Satz, du lieber Gott. Man muss ja auch überlegen, die Situation, muss, das war abends. Das ist ein, na ja, das ist ein alter Mann, der sieht schon so ein bisschen schwammig tagsüber aus. Na ja, der muss doch erst was sagen, sonst bleibt doch kein Stehen an der Tee. Na? Und dann jetzt, der ist seit 40 Jahren der FDP, der kennt doch gar keine normale Leute mehr. Ne? Also, musst du da einsehen. Ne? Ne? Die letzten Leute von der FDP, die noch halbwegs normal waren, die haben sie doch vergrault. Ist doch gar nicht mehr da, nur die ganzen Säckel. Ne? Und dass der dann da ein bisschen neben der Kappe ist, lieber Gott, also jetzt mal. Der war ja jahrelang als Minister, hat er doch freien Durchmarsch zu Weinköniginnen gehabt, bis zum Arschloch. Was der all an Weinköniginnen abgeschleckt hat, will ich nicht wissen. Und das ist da, aber da, ich meine, die wussten es doch, so Weinköniginnen. Ich kenne Winzer, sie. Wenn es hieß, wir brauchen Weinköniginnen, haben die ihre Töchter im Keller versteckt, bis es rum war. Da, sind nur, da kommen nur die Härtesten durch. Das muss ich jetzt nicht sagen, war gleich, ne, aber ich meine. Ne, also, ne, aber jetzt mal, nein, jetzt mal, ohne uns, Sie, jetzt mal, jetzt, ich bin total sicher, zu der Frau Glöckner hätte es nicht gesagt, der Brüderle. Bevor der überhaupt Luft geholt hätte, hätte ich schon gesagt, Rainer, mir ist egal, wie du aussiehst, aber wenn es für eine Koalition reicht, kannst du mir noch zwei Knöpfe an den Hof machen. Jetzt. Mir ist noch was eingefallen, weil wir es vorhin gerade von der FDP hatten, schnell. Die habe ich jetzt schon wieder eher mit dem anderen. Bei uns in Hessen, der FDP-Chef von Hessen, der hat auch wieder einen Scheißdreck geschwätzt, wo sie jetzt dauernd überlegen, wie könnte man sagen, wie er es gemeint hat. Ja, wissen, das Lied, das ist auch wieder so einer, wo sagt, der meint es nicht base. Er kann es halt nicht ausdrücken, der ist. Wissen, woran das Lied? Ich glaube, wenn so eine kleine Partei so viel Post hat, dann musst du jeden nehmen. Ja. Wenn der jetzt zum Beispiel der Hahn, Sie werden ihn nicht kennen, da kann er noch froh sein. Wenn der Sachbearbeiter bei der Stadtverwaltung wäre, in Hanau, Wasser, Deibel oder im Archiv, dann wäre das kein Problem, ist das seine Arbeit. Nicht? Aber dann sagen Sie mal da dazu was. Nicht? Und dann schwätzt er und war selber hinterher überlegt, was habe ich jetzt gemeint. Also ich kenne Leute, die den Leute kennen, aber sagen wir mal, jetzt die FDP halbwegs für eine Partei halten. Ne? Ja, sie kenne ich jetzt nicht direkt so Leute, aber hat manchmal am Stammtisch an, wo man auch nicht weiß, wo ihr hingeht. Ne? Und der hat mir zum Beispiel gesagt, der hat das ganz anders gemeint, der Hahn. Das ist überhaupt kein Rassist. Der hat ja gesagt, er weiß nicht, wie lange unsere Bevölkerung noch einen halbasiatischen FDP-Vizekanzler aushält oder sowas in der Preisklasse. Und gemeint hat er offensichtlich aber Leute in der FDP, in seiner eigenen Partei, die als sagen, der Asiat muss fort und das so. Wenn er gescheit geschwätzt hätte, wenn der zum Beispiel gesagt hätte, ich weiß nicht, wie lange die Bevölkerung einen FDP-Vizekanzler aushält, das kannst du jetzt sagen, bis morgen. Meine Meinung ist, dass man misst von den Hautfarben. Mir ist es egal, ob eine. Von mir könnte Rösler weiß sein, gekalkt, egal. Ich kann nicht leiden. Das hat doch mit der Hautfarbe nichts zu tun. Nicht? Man misst einfach auch mal sagen, egal ob gelb oder schwarze. Schwarze willst du auch nicht sagen, jetzt beim Neger beispielsweise. Neger darfst du schon lange nicht mehr. Wenn ich jetzt auch einen Schwarzen, dann kann der Neger beleidigt sein, weil er denkt, warum ich von ihm halte, dass er in die CDU geht. Ich will ihn ja gar nicht beleidigen. Man muss zu einem Depp sagen können, egal was für Hautfarbe. Wenn ich sage, der Roberto Blanco ist ein Depp, den ich am liebsten von hinten sehe. Das ist doch nicht, weil er ein Neger ist. Das ist ein Depp. Ja? Ja? Und außerdem, bei dem wird es jetzt als Beispiel sowieso kompliziert, weil der ist gar kein Neger. Der Roberto Blanco, nein. Wenn ich zu dem sage, geh doch dahin, wo du herkommen bist, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Eschersheim.
der freut sich ja immer wieder, der ist ja dauernd Dritter bei der CDU, der Roberto Blanco, aus Überzeugung. Da möchte er immer witzen und lacht und sagt, ja, wir Schwarzen müssen wir zusammenhalten. Dann lachen sie alle. Meine, da kannst du als SPDler froh sein, dass der kein Indianer ist. Also, so, jetzt machen wir. Also, jetzt. Mir ist noch eingefallen, ich habe noch was über Neger. Und zwar, na, aber jetzt, der neue Papst, das wäre für mich das Allergrößte, wenn das ein Neger wird. Sie, der hätte vielleicht als Neger den Mumm, dass er sich fort mit dem Ding, Zölibat, lass er heiraten, lass er, wenn es die kleine Bube in Ruhe. Ja? Das ist die Neger, die sind da locker. Ne, das hat mir einer nämlich, dass das vom Zölibat kommt mit dem ganzen Saugram da. Das, ja, wie soll ich sonst sagen? Sie, das ist doch ein Saugram, dass sie an die Puppe. Und wissen Sie, woher das kommt? Weil das hat bei uns am Stammtisch, wir haben einen Lehrer jetzt neuerdings am Stammtisch. Nein, es ist kein Unrecht. Ne? Aber es ist halt eine Lehre. Ne? Und der hat das Ding, wie ist das, was sie kriegen, wenn sie mit 55 fertig sind? Burnout. Ne? Bei so können ja gar nicht. Ne? Na, aber jetzt mal ernsthaft, der hat uns das erklärt. Der hat gesagt, das mit dem Zölibat, das hat mit der Religion überhaupt nichts zu tun. Das hat der Vatikan nur eingeführt, weil sie kurz davor waren, pleite zu gehen. Die durfte früher im Mittelalter all heiraten, die ganzen Priester. Die haben, also nicht nur heiraten, die haben gerammelt. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum war. Und da waren die dran, aber wie die Karnickel. Und alles ohne Gummi, natürlich. Und das Ergebnis natürlich, Kinder bis zum Abwinken. Der ganze Gemeindesprengel war voll mit denen. Nicht? Und da waren uneheliche und ach, die durften heiraten und Kinder wurden hingeguckt. Und jetzt der Haken an der Geschichte war, dass wenn dann der Priester gestorben ist, dann hatte die alle Erbrecht. Den hat dann per Recht, also der Uneheliche, die haben die hinter die Löffel gerät. Und die anderen, aber die Ehelichen, das waren auch noch ein paar Tausend überall. Da haben sie gesagt, die kriegen einen Teil des Kirchengutes. Da haben sie blöd geguckt im Vatikan. Ne, da haben sie sich gesagt, wenn wir das ausbezahlen müssen, dann können wir in 100 Jahren dicht machen. Da haben wir mühsam in 500 Jahren zusammengeklaut und alles wieder fort. Deswegen haben die. Und deswegen haben die dann gesagt, mir verbietet das, also die Rammelei heterosexuell, weil dann kommt ja nichts dabei raus. Es ging ja nur darum, dass die Vermehrung von Priestern nicht mehr unkontrolliert ist. Ne? Dann haben sie es verboten, heterosexuell und keine Heirat. Vielleicht haben sie dann den Ministrant erst erfunden, dass der Priester noch ein bisschen was mit Rock hat. Nein, das war jetzt nicht vom Lehrer, das ist mir gerade eingefallen. Das also, so war das. Ne? Dass man das in den falschen Hals kriegt. Ne? Sie übrigens, ich wollte auch noch sagen, dass bei uns daheim haben wir ja samstags auf dem Markt immer einen Stand, wo wir sogar für Neger sammeln. Also mir nicht, aber da ist ein Stand. Das machen die ich weiß jetzt nicht, ob es die Rotarier sind oder die Lione. Ich kann die nicht auseinanderhalten, die sehen ja alle gleich aus. Die haben da immer so einen Tapeziertisch aufgestellt, samstags morgens. Und da haben sie dann so einen blauen Lappen drüber. Das ist Feinswimpel oder was das ist. Ne? Das ist so ein blauer Lumpen mit Reißzwecken dran. Und da ist das Ding, haben sie vorne drauf, ich glaube, das Lenkrad von ihrem Segelboot. Das ist, glaube ich, der Vereinswimpel. Ne? Und die sammeln für Neger, also in Afrika, also richtige Neger, die haben sie persönlich kennengelernt bei der Safari. Ne? Und die haben sich dann mit denen fotografieren lassen und da sind dann die Bilder bei uns auf dem Markt.
Nicht? Und dann sammeln sie Geld und die geben sie dann bei der nächsten Safari persönlich, geben sie es dann ab. Ja, das war's, weil das sind die Bilder, musst du ja, die sind ja all die Bilder drauf. Ja? Und da sieht man es dann, also der Nächste kriegt es nicht gleich, sondern die machen dann den Scheck auf Pappendeckel groß, nicht? Und halten den Pappendeckel hin, nicht? Und der darf ihn schon einmal anfassen auf der anderen Seite. Und erst wenn die Bilder gemacht sind, dann kriegt er, und dass man daheim auch sieht, dass sie wohltätig waren. So läuft es. Das ist auch lieber nichts. So sind die, und ich nehme mal als Beispiel, wie die so drauf sind. Nicht? Und das sind ja Leute, die siehst du und da weißt du gleich Bescheid. Das sind, da, an dem Stand sind immer nur Leute, wo die haben sich ihr Leben lang beim Schaffen die Finger nicht dreckig gemacht. Ihr lebt doch nicht. So Leute erkenne ich. Verstehst du? Arbeiter kennen die gar nicht. Die machen gleich den Sprung von ihresgleichen zu halbtoten Nähe. Da kümmern sie sich dann wieder drum. Die haben nur, jetzt nur mal als Beispiel. Nicht? Die haben bei ihrem Stand immer einen Kühlschrank dabei. Ich meine, da fragst du dich doch auch mal, wenn ich für halbtote Nische Geld sammle, samstags morgens auf dem Markt, wofür brauche ich noch einen Kühlschrank? Ja, ich meine, ich weiß, warum sie ihn dabei haben. Ich habe es gesehen, der hat einmal aufgestanden. Da ist der Shampoo drin. Nicht? Wenn es dann langweilig wird beim Geld sammeln, wird auch ein Gezwitscher zwischendrin. Ja, so lebt das. Deswegen ist die Ding doch überhaupt nur dabei, die Schnapsdrossel. Hier die Frau von meinem Zahnarzt, die Dummnuss. Nicht? Die ist doch nur, wenn ich im Shop petze, ist die steht immer vorne dran, damit sie auch jeder sieht, wie sie wohltätig ist. Dass sie ihren Pelzkittel an, wenn es kalt ist, schwitzt lieber, aber dass man den Kittel sieht, verstehst du? Die steht immer am Superkübel. Die haben immer so einen Mordsuppenkübel dabei. Ja, da verkaufen sie Kartoffelsuppe, ja? Aber mit Lachs. Ne? Kartoffelsuppe mit Lachs. Ja? Wobei, ich kann mir genau denken, warum der Lachs wird vom Sektfrühstück daheim übrig geblieben sein. Und dann schmeißen in die Kartoffelsuppe, gehen anschließend auf den Markt und verkaufen es für die Nächste. So läuft es doch, verstehst du? So. Jetzt wieder.